Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Geschäftlich in Salzkotten. Eine Aktion von Salzkotten Marketing und dem Selzer TV. Das Innenleben des Salzkottener Ortsteiles Ferne ist blumig geworden. Mit dem Floristengeschäft Blume und Meer hat diese eher triste Ortsdurchfahrt an Atmosphäre gewonnen. Beim Eintritt in dieses floristische Paradies wird spürbar: Pflanzen beleben, beflügeln, verschönern und duften. Wie sagte es schon Johann Wolfgang Goethe, Blumen sind die schönen Worte der Natur, mit denen sie uns andeutet, wie lieb sie uns hat. Und auch Modeschöpfer Christian Dior wusste, Blumen sind außer den Frauen das schönste Geschenk, das Gott der Welt gemacht hat. Seit September dieses Jahres hat man hier geöffnet. Mit dem Neustart ist Floristin Carola Laumeier zufrieden. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Geschäft hier an der Hauptstraße 57 jetzt. Und ja, der Umzug war kurz und heftig. Es war quasi so der fliegende Wechsel für mich. Und wir fühlen uns hier wohl. Ich habe eine tolle Arbeitskollegin bekommen und jetzt kommen ja noch eine heute Nachmittag. Nein, wir sind zufrieden. Zum Namen ihres Geschäftes Blumen und Meer, da hat Floristin Carola Laumeier eine klare Vorstellung, was der Kunde unter Meer erwarten darf. Ja, Meer ist unter anderem die Liebe zu unserem Beruf, zu dem Handwerklichen. Das Meer ist, ja, auch mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. Also das ist uns sehr wichtig. Meer, das persönliche Gespräch, ja, das, was der Kunde uns in Auftrag gibt, auch letztendlich umsetzen zu können. Also durch das Gespräch, durch die Beratung, das ins rechte Licht zu bringen. Beratungsintensiv ist auch die Trauerfloristik. Blumenkränze, Grabschmuck, das alles gehört zum Leistungsangebot. Dabei steht man in enger Partnerschaft mit dem Bestattungshaus Adrian auf der anderen Straßenseite. Dazu Eva Adrian. Also für die Trauerfamilien ist es jetzt in heutiger Zeit wichtig geworden, alles aus einer Hand zu bekommen. Auch die Trauerfloristik, sowie alles andere, was wir halt rund um die Trauer anbieten. Trauerfloristik ist der Schmuck, der praktisch die Beerdigung begleitet, ausschmückt, sei es ein Seichgesteck, sei es die Kränze der Angehörigen, sei es ein Urnenkranz oder vieles mehr. Und unter mehr darf man auch die kunstvolle handwerkliche Gestaltung verstehen. Mitarbeiterin Lilly Weber-Leithäuser ist hier in ihrem Element. Das wird eine florale Arbeit in einem Ring. Das ist herbstbezogen und in den warmen Herbsttönen. Ich füge hier gleich noch eine kleine Kerze hinzu. Passend zu dem reichen Angebot an Blumen auch eine Vielzahl an Dekorationsartikel. Wir haben unter anderem auch schöne Dekoartikel. Da sind wir breit aufgestellt, aber letztendlich soll das handwerklich im Vordergrund stehen. Also ja, das, was wir mit unseren eigenen Händen produzieren, das ist uns erstmal das Allerwichtigste. Also in erster Linie ist es eben der Strauß, das Handwerk mit der Blume. Dann, klar, Kinderkommunion, Hochzeiten, diese Eventgeschichte, die ja natürlich dieses Jahr ins Hintertreten geraten ist, eben durch Corona. Doch es gibt auch eine positive Erkenntnis aus der Corona-Krise. Blumen gehen immer. Aber der tägliche Verkauf an Blumen, an schönen, der ist, ich würde sogar sagen, es ist noch angestiegen. Weil die Leute machen sich's einfach schön. Sie wollen sich mit schönen Sachen umgeben und da gehört eben die Blume dazu. Das spricht nach wie vor die Menschen immer noch an. Es ist einfach, ja, es gehört dazu. In Corona-Zeiten ein Geschäft neu zu eröffnen, verlangt neben Können auch Mut. Bei Blumen und Meer in Ferne scheint beides gleichermaßen vorhanden zu sein. Im Moment sind wir so, wie es ist, sind wir gut aufgestellt. So wollen wir uns erstmal weiter präsentieren den Kunden und dann müssen wir sehen, wie es nächstes Jahr eben wird. Nach Corona, viele Sachen werden sich ja auch ändern einfach. Es gibt vielleicht auch gar nicht das nach Corona. Wir müssen mit Corona leben. Viele Sachen werden sich einfach ändern. Und letztendlich sind wir ein Handwerksberuf und Handwerker zu bekommen, also eine Floristin zu bekommen, ist schwierig.
und diejenige zu finden, die letztendlich auch zu uns passt oder einfach eine freie Floristin zu bekommen. Es gibt keine. Doch hier im Salzgottner Ortsteil Ferne an der Hauptstraße 57 findet man noch Floristinnen, die ihr Handwerk verstehen. Das Stadtfernsehen Salzgotten wird präsentiert von der Stadt Salzgotten, der Apotheke am Salidenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilumbüren Salzgotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und Niggemeier, Treffpunkt Küche.